Ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Es ist voll sad so. Ach so, das müssen wir den Leuten noch sagen. Also Ja. da ist jemand gestorben, Leute. Das Ist nicht lustig. eigentlich ist das nicht gut, wenn jemand stirbt. Gut. 136. Ausgabe Brennpunkt Internet. Geil. Ich bin ja echt gespannt, was Tinko und Linko, Rinko Star und Tinko Anrancher Ja, uns hier heute aufs Tablett scheißen. Es war eine sehr stürmische Woche. Es ist einiges Oh, passiert. ich verstehe, das ist ein Wortspiel Ein wegen dem bisschen. Wind. Wegen Ja. des Windes. Aber es wehte nicht nur offline, auch online wehte es ziemlich. Ja. Und in Regierungskreisen, es wehte überall. Gab es einen Shitstorm? Es gab einiges. Geil. Shitstorm weiß ich nicht genau, aber es gab einen Storm. Ein Stormstorm durch Deutschland. Und einiges Okay. anderes auch noch. Gab auch mal die Storm-Staffel. Stimmt, lange her. Gute alte Zeit. Ja, in diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind bereits benannt worden. Ich ziehe mal den Tisch noch einen Zentimeter an uns ran, damit Ja. Tino wieder ein bisschen mehr an seinem analogen Buch hier Notizen durchstreichen kann und Gags, wenn er sie denn gemacht hat. Immer. Da habe ich Ja. im Kopf die Gags. Ja, also wenn wir lustig sind, das liegt daran, dass wir uns vorher hier von unseren Gagschreibern ein fettes Skript hier hinlegen Ja. lassen. Geil. Das stimmt. Ja, Tino, für mich war es auch eine wilde Woche. Ach, du hast da Alec Baldwin tatsächlich Ja. stehen. Das hast du mitbekommen, Ganz ja? frisch heute Morgen aufgewacht, Handy gezückt, erst Ja. was ich mache und lese Alec Baldwin erschießt Kamerafrau. Und ich dachte, uiuiui, was ist denn da passiert? Das war Aber Method Acting. quasi, es war eine sehr harte Methode. Aber es war ein Unfall. Also es Na. ist letzte Nacht wohl passiert, dass während sie einen Western gedreht haben, wo habe ich es denn stehen? Hier haben sie den Western Rust gedreht in der Nähe von Santa Fe. Ja. Und Alec Baldwin, ein bekannter Hollywood-Schauspieler, Western in Peace kann man kann sagen. man sagen, Ja. sollte mit einer Fake-Pistole mit einer Platzpatrone Ja. halt schießen. Und da muss ich wohl ein Objektil gelöst Ein haben. Ein Projektil, Projektil, ein Objektiv, Objektiv stimmt. von der Kamera ist quer durch Alec Baldwin durchgeschossen. Da kickt wieder meine Wortfindungsstörung. Ja. Und hat wohl direkt die Kamerafrau tödlich getroffen und auch den Regisseur, welcher im Krankenhaus liegt. Und das wirft einen dicken, fetten Schatten auf die Produktion. Und es gab auch. Mist, jetzt wird es auch noch delayed, Ja, Alter. scheiße, ne? So drauf gefreut und schon die Premierenkarten bestellt. Und Alec Baldwin ist ein Foto aufgetaucht, auf denen er sehr am Boden zerstört war, so, weil er das natürlich nicht wollte. Und es auch nicht der erste Fall war in Hollywood, dass Ja. sowas passierte. Na, das Ding ist ja, dass selbst Platzpatronen trotzdem quasi so ein bisschen wie Schrot, also kleine Partikel von sich geben. Objektile. Objektile, genau, nennt man die in der Fachsprache, im Fachjargon. Und korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, der Schauspieler von The Crow ist doch auch so gestorben, oder? Dass da Genau, der so wurde eine. auch erschossen am Set Genau. sozusagen. Und sie mussten dann ihn. Ist Tradition quasi in Hollywood schon. Die besten Filme sterben Leute, das ist ja hinreichlich bekannt. Und er wurde wohl auch erschossen, aber von einem anderen Darsteller. Und sie mussten dann ihn sozusagen per CGI noch nachbauen, um die letzten Szenen mit ihm zu drehen. Und sein Bruder ist irgendwie auch eingesprungen, was auch Ja, irgendwie kann sein. komisch ist. Ja. So ein bisschen, ja, dein Bruder ist tot, aber wir wollen mit diesem Film noch Geld verdienen. Kannst du mal ran? Na sichi, Diggi, was Los geht? geht's. Here we go, meine Chance. Ja, im Namen des Bruders, ja, der ja auch gewollt hätte, dass Und der des Film Heiligen fertig wird, Geistes. genau, ist es schon Ja. okay. Ja, also das Ding ist, die können das ja jetzt als Snuff-Film einfach vermarkten. Weil das ist ja ähnlich so ein Triple-A-Ding gewesen. Es war mehr so ein Low-Budget-Ding. Da wird dann halt an der Sicherheit gespart. Und vielleicht, wenn die jetzt einfach sagen, ja, hier, guck mal, da echte Leute, die Reaktion von Alec Baldwin, die ist echt. Ja, oh Gott, oh Gott. Ah, scheiße. Die Frage ist, ob die Kamerafrau auch eine Schwester hat, die einspringen kann, um den Ja, Film fertig zu drehen. doch. Oh Gott, oh Gott. Ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Es ist voll sad so. Ach so, das müssen wir den Leuten noch sagen. Also Ja. da ist jemand gestorben, Leute. Das Ist nicht lustig. eigentlich ist das nicht gut, wenn jemand stirbt. Ich sag's gerne Ja? dazu als die moralische Instanz hier im Danke. Podcast. Sehr Ja, gerne. ich bin da immer schonungslos. Weißt du, ich habe mir wirklich auf die Fahne geschrieben, wenn den Leuten schon schlechte Nachrichten überbringen, dann wenigstens mit Lächeln. Ja. Oh Gott, oh Stell dir mal Gott. vor, du wärst so ein Hiobsbotschafter im Krankenhaus. Also du müsstest den Leuten erzählen irgendwie, wie bei Family Guy, der eine Sketch, als der Arzt aus der OP rauskam und sagte, ja, sie müssen den Rest ihres Lebens ihre Frau pflegen. Sie liegt im Nachtkoma und sie wird nie wieder aufwachen. Der Mann so, oh mein Gott. Dann der Arzt, haha, war nur ein Scherz, sie ist tot. Ja, doch. Ungefähr so. Ja. Und dann die pure Erleichterung im Gesicht des Mannes.
großartig. Ja, da bin ich echt assi. Ich kann mir das aktuell nicht vorstellen, jemanden zu pflegen, weil da gibt es ja Leute, die für bezahlt werden und dann, weißt du, also da weiß ich nicht. Das würde ich halt auch von mir niemals von jemandem verlangen, dass diese Person mich da so, ich kenne das halt von meiner Oma, weißt du, und ich sehe, wie der, zum einen macht die ihre Lebensaufgabe daraus, weil ohne das würde sie wahrscheinlich überhaupt nichts mehr haben irgendwie, aber zum anderen nimmt das auch ihr komplettes Leben ein und das ist irgendwie nicht so geil. Was meinst du jetzt? Nein, eine Person zu pflegen, die... Ach so, ich dachte jetzt gerade... Die von Alec Baldwin erschossen wurde. Ich dachte gerade, deine Oma erschießt Leute regelmäßig, die will sich nicht nehmen lassen. Sie hat sonst nichts mehr im Leben, hallo? In Rente, da wird es halt langweilig. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, es ist voll sad so und es ist auch noch ganz frisch, man kann das nicht genau... Das war am Set, ja. Am Set, genau. Ja, war ein volles Set, jetzt nicht mehr ganz so voll. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich ganz, ganz oft so irgendwelche Filmunfälle gegoogelt habe, weil ich mal vorhatte, so eine Art Text zu schreiben darüber. Und da bin ich auch auf eine Sitcom gestoßen, in der während einer Drehpause ein Hauptdarsteller mit einer Pistole gespielt hat, backstage, hat sich dann in den Kopf geschossen aus Versehen. Gut, okay. Die war dann auch nicht gesichert? Ja, doch, es war halt eine echte Waffe, der einfach gespielt hat. So. Er hat sich in den Kopf geschossen. Amerika halt, ja. Ne? Oder auch der Film Twilight Zone, hieß er, glaube ich. Ja, das Helikopter. Genau, wo sie unbedingt mit einem echten Helikopter in so einer Halle spielen wollten. Und ein Schauspieler und zwei Kinderdarsteller davor wegrennen sollten. Mhm. Und ist aber der Helikopter abgestürzt und hat quasi alle drei enthauptet. So. Nicht nur enthauptet, komplett zerflattert. Ja. Also das war ein... Schaschlik war das also. Quasi, und die Eltern waren auch am Set der Kinderdarsteller, das war richtig traurig alles. Ach so, gibt's also Leute, das war traurig, da sind Kinder gestorben, das ist noch trauriger als eine Kamerafrau, weil die ist nämlich erwachsen. Wenn die jetzt noch deutsch gewesen wäre, dann wäre es das Allerschlimmste. Oh, das wissen wir noch gar nicht, keine Ahnung. Stimmt, die Bild hat noch nicht berichtet. Nee. Okay. Apropos Bild, worüber sie auch nicht berichtet hat, Julian Reichelt, der Chefredakteur, der ehemalige, wurde entlassen vom Springer Verlag, weil er wiederholt berufliches und privates nicht trennen konnte, trotz Vorwarnung, und soll wohl zu jungen Angestellten, also weiblichen Angestellten und PraktikantInnen quasi sexuelle Kontakte eingepflegt haben. Als ein Penis sind sie eingepflegt. Ja. Er hat auf die Leichen aus seinem Keller in die Bildredaktion eingepflegt, deswegen. Richtig. Und es war wohl eine Form von Machtmissbrauch, obwohl es war einvernehmliche Sexualkontakte waren. Ehrenamtlicher Sexualkontakt, doch. Das sind quasi Prostituierte auf Ehre, so. Ja. Asoziales Jahr oder wie auch immer. Ja, ein ehrenloses Amt. Ausgefüllt. Und genau, es gab viele Affären mit Azubis und jetzt wurde er wohl aus seinen Ämtern entlassen und es gibt einen neuen Chefredakteur. Mhm. Jetzt muss sich alles ändern bei der Bild. Das ist keine alles. Frau jetzt. Wo ist denn da die Frauenquote? Ist ein Mann immer noch. Er heißt auch noch Boy mit Nachnamen. Also, Boy? Ja. oh Gott. Schlimm, gründet schlimm. Er bald eine Band. Aber es ist eine fette Nachricht, weil Julian Reichelt ist ja, also der Bildredakteur, Chefredakteur ist ja die mächtigste Person Deutschlands, kann man fast sagen, was der schreibt. Das lesen am nächsten Tag so Milliarden, also Millionen Leute, nicht Milliarden, sondern Millionen Milliarden Leute. Deutsche lesen das, Alter. Milliarden Deutsche lesen das. Aber nur die Dümmsten. Ja, aber gefühlt sind es halt Milliarden so. Und die waren auch immer im Ruf, dass sie auch die Kanzlermacher waren. Das heißt, wenn die Bild jemand nicht leiden konnte, konnten sie ihn auch schnell wieder zerfleischen. So. Und die Bild das ging aber mit Baerbock nicht wegen... Weil die Veganerin ist. Ja. Ist er, glaube ich, nicht. Aber weiß ich nicht, aber dachte ich mir jetzt. Wenn nicht, dann ist es eine verlogene Sau. Also raus aus der Politik. Eine Veganerin. Ja. Genau. Und eine emotionale Veganerin ist das. Also ist schon eine krasse Meldung, dass der jetzt quasi geflogen ist. Von ganz oben nach ganz unten. Ja, der fliegt jetzt direkt weiter auf die Malediven und hat ein gutes Leben. Also ich glaube, dem geht es trotzdem gut, oder? Der wird schon reich sein, ich glaube schon. Meinst du? Also, Geld verdient mit dem Scheiß, ja, den er da macht. Aber eine ganze Menge. Aber der deutsche Rupert Murdoch, ja? Warum hat denn den eigentlich noch niemand ermordet? Gute Frage. Da fehlen die Leute, die Fachkräfte. Vielleicht kann Alec Baldwin da mal einspringen. Oh ja. Das muss auch keine echte Waffe sein, die wir gesehen haben. Ja, ja. Reicht auch eine Fake-Waffe mit einem Objektil. Ja, geil. War ein großes Thema auf jeden Fall. Ja, aber haben wenig berichtet. Also war überraschend wenig, die darüber berichtet haben, weil sie doch Twitter ein bisschen Angst haben. Fall. Es hieß wohl auch, dass die deutschen Medien ein bisschen Angst haben vor Repressalien. Der Bild auch jetzt danach so. Repression Impossible. Was ist denn heute los mit dir, Tino? Ich weiß es nicht. Ich bin völlig heute. Es ist absichtlich. Es ist eine Rolle von mir heute. Ach so, ja, stimmt. Wortwechselnde Rolle. Okay. Hauptsache, du lässt die Waffe stecken. Mal gucken. Ich muss mich entschuldigen. Ich komme gerade frisch vom Hals nach dem Ohrenarzt. Der hat mir auch so ein bisschen Creme in die Nase gestopft. Und deswegen mache ich hier gerade Kokain in Real Life die ganze Zeit. Ich hoffe, das geht. Aber wir sind dafür heute richtig spritzig und witzig, Tino. Wir sollten vielleicht öfter mal Podcast machen, wenn wir nicht gerade erst aufgestanden sind.
Das tut gut. Oder weiß ich nicht. Ich bin schon 2 Stunden wach ungefähr. Ich wollte gerade sagen, bei dir kann es ja auch sein, dass du gerade erst aufgestanden bist. Nee, geht noch. Und ich habe auch bald einen Nasenarzttermin, also halt Nasenohrenarzt, weil ich wohl auch irgendwie was in der Nase habe, was nicht rausgeht. Ja, wollen wir da jetzt nochmal 5 Minuten drüber reden, weil da hat sich Herr Rodes so sehr drüber gefreut das letzte Mal. Es ist ein wichtiges Thema, finde ich. Ich finde, dass Polypen viel zu wenig beachtet werden. Ist so. Es braucht eine Lobby. Ich habe übrigens keine Polypen, hat mir der Arzt gesagt. Ach so. Ja. Polypen. Also, bist also du gerade kein, nicht. Kein Polypentyp. Nee. Keine Polypentypen. Ich vielleicht auch nicht, wer weiß, aber ich kann nicht richtig atmen. Das ist richtig eklig. Aber ich habe ständig doch, so einen Niesreiz. Das ist halt so schnell zu machen. Der steckt dir da so ein langes Rohr in die Nase und guckt nach. Da, weißt du, so ein Guckloch am Ende, so eine Lupe. Und ich habe so Bock drauf. Das ist richtig witzig. Aber das Geilste ist, wenn das dir in den Hals reinsteckt und du singen sollst. Ja, ich musste, bevor ich mich für Schauspiel beworben hatte an der Uni damals, musste ich auch mir so einen Attest geben lassen, dass ich halt irgendwie eine gesunde Stimme habe, die ich nicht habe. Und da hat auch diese Frau so eine Kamera in meinen Hals eingepflegt. Und mit so einer Kamera, ich habe so oft würgen müssen, dass es abgebrochen hat. So. Ja. Und die meinte, ich habe jetzt ganz kurz Bilder gemacht, so tief ich kam, reicht es, um zu sehen, dass ihre Stimme im Arsch ist und dann durfte ich die Ausbildung antreten. Aber ja, das kenne ich. Und nein, stell dir mal vor, sie hätte dir was in den Arsch gesteckt, um zu sehen, dass die Stimme im Hals ist. Ja, oh Gott, das wäre ja komisch. Stimmt. Naja, gut. Also, Julian Reichelt, Julian Eichelt. Julian hat die ganzen Frauen eingeeichelt. Eichelt, stimmt. Mit Reichelkäse. Ja, Gott, oh Gott. Ja, ich habe auf jeden Fall hier im Vorgespräch angedeutet, dass ich wieder so ein GameStop-Thema habe. So ein über alles drüber stehendes Meme-Bewegungsding, was groß geworden ist, auch wieder auf Reddit diese Woche. Und das ist ein neues Subreddit, oder ich weiß gar nicht, ob es so neu ist, aber es ist ein ganz neuer Hype. Und zwar Anti-Job, ja, also, oder nee, Anti-Work, glaube ich. Also nicht Hentai, warte, ich will's Anti-Job. Okay. Vielleicht ist es auch Anti-Work und ich bin dumm, Moment. Aber Entei war ja auch... Es ist Anti-Work. Entei war auch ein Pokémon. Entei ist ein Pokémon, genau, darum geht's. Echt? Da, ja, das sind die ganze Zeit so blaue Posts und, nein, es ist Anti-Work, ja, so. Ja. Also Anti-Arbeit. Ich wollte gerade interpretieren, weil Entei war ja ein Pokémon, was immer, das musstest du quasi jagen, weil es immer... Ich habe es auch gerade verwechselt, das war dieses komische Hundeding, gell, nicht die Weiterentwicklung von Enton. Nee, das war Entoron. Ja. Und Entei war halt so ein legendäres Hunde-Pokémon. Und das Besondere war, dass diese legendären Pokémon sind immer verschwunden. Ja. Du musst sie ganz schnell fangen, sonst sind sie weggerannt. So. Vielleicht ist es das, dass die Arbeiter vor ihrer Arbeit wegrennen wollen. Ja, so ein bisschen. Wie hieß das dritte? Es gab noch Suicune oder sowas? Und Raikou. Raikou, ja. Raikou, Suicune und Entei. Also Suizid, Anti und japanisches Gedicht. Genau. Gut. Nein, es geht darum, zu kündigen, wenn die Leute dich wie Scheiße behandeln. Also einen ganz großen Post gab es vor 6 Tagen, da hat jemand gekündigt nach irgendwie zig Jahren und hat halt den Nachrichtenverlauf mit seinem Chef gepostet. Und das wurde so ein großer Hype, dass es davon einige noch gab. Kann man natürlich jetzt auch sagen, da sind bestimmt ein paar dabei, die fake sind. Aber das ist so zu so einer richtigen Bewegung geworden und ich glaube, die ist einfach im Fahrwasser von Corona, wo jetzt alle wie Dreck behandelt worden, vielleicht noch mehr als vorher, wo es dann heißt, ne, du kannst jetzt am Montag, da kannst du nicht einfach wie geplant deinen freien Tag nehmen, weil der andere hat jetzt abgesagt, du musst jetzt kommen. Aber das ist ja nicht der Spirit, ja. Du verkaufst diesen Leuten ja deine Zeit, ja. Du gehst dahin und sagst, ich unterrichte sie, dass ich am Montag nicht komme und nicht, ich bettle sie an, darf ich am Montag freien Tag haben. Ja. So, und genau dieses, das nimmt gerade so ein bisschen Fahrt auf, ja. Mhm. Da passt auch noch eine andere News direkt rein. Ich bin nämlich mit dem Papst einer Meinung. Ja, der Papst ist voll der Kommunist geworden. Ne? Ja, was ist los? Ich hab's auch hier stehen. Was ist los mit dem Papst? Der hat nämlich gesagt, hey, weniger arbeiten wäre gut, so 4-Tage-Woche und bedingungsloses Grundeinkommen. Karl Marx der 16. Ja, ist so, Alter. Was ist das? Ich glaube, ich werde jetzt, was sind das, Katholiken? Kommunisten. Ja, naja, diese komischen Vatikanficker da. Ah ja, das ist katholisch. Mhm. Ein universelles Grundeinkommen und kürzere Arbeitstage. Ja. Und, also, das fand ich, ich mir ist die Sprache verschlagen, ja, als ich gelesen habe, der Papst sowas fordert, dachte erst wäre so eine Postillon-Meldung oder so. Ja. Aber er meint das echt ernst. Und da ist mir auch dabei aufgefallen, dass ich ja so ein ehrenwerter Mensch bin, ja. Ich bin ja gar nicht in diesem Grinding drin, dieses 9-to-5-Ding, das habe ich ja so gar nicht, ja. Ich meine, guck mal, was ich die letzten 10 Jahre mit meinem Körper und mit meiner Würde anstellen musste, um an der Stelle zu stehen, an der ich heute stehe, ja. Das macht ja jetzt auch nicht jeder. Aber, ja, ich bin ja jetzt in einer
Position, dass ich eben nicht dieses 9-to-5-Ding habe und trotzdem kämpfe ich für die Arbeiter da draußen, ja. Du bist ein Held. Immer am Puls der Zeit und drück den Finger in die Wunden, wo es schmerzt und sage, ja, Papst, welcher ist das eigentlich? Franziskaner, der 38. Und sage halt auch, hey, also gerade in Kombination mit Digitalisierung und alles übernehmen, irgendwelche Roboter, da muss man halt irgendwie das ein bisschen umdenken, weil irgendwann sind halt gar nicht mehr so viele Jobs da, um den Leuten das zu geben. Und ja, wir haben das ja auch schon, dieses bedingungslose Grundeinkommen haben wir oft durchkaut mit, dann macht man halt ehrenamtliche Scheiße und hilft irgendwelchen Obdachlosen oder, Obdachlose gibt es dann vielleicht gar nicht mehr, who knows, wenn man das ordentlich macht. Aber ja, dieses Anti-Work-Ding, das finde ich gerade echt eine spannende Bewegung. Aber denkst du, dass es auch eigennützig macht, weil er auch weniger arbeiten will? Und wie bitte? Dass er auch abtreten will, der Papst? Papst, ja. Ja. Der will auf jeden Fall nur noch 4 Tage die Woche Papst sein und den Rest wie sich irgendwie so ein Callboy wieder ranholen. Oder da so. Reicht ja auch Minijob-Basis, oder? So ein Papst. Ich meine, was macht denn den ganzen Tag? Na, auf so einem Stuhl sitzen und in dieser großen Halle, da wird er so ein bisschen rumjodeln. Gibt's ja diese große, wo du die Akustik so hast. Dann das ein oder andere Kind sich vornehmen und das war's dann auch schon. Da ist dann auch wieder Abendbrotzeit. Würde ich auch machen nebenher, auch ehrenamtlich so. Also Leute, wenn ihr Geld sparen wollt im Vatikan, gebt nicht hier Millionen aus für einen Papst im Jahr, gebt mir einfach einen Zehner am Tag so. Das ist wieder dieses ehrenamtliche Sex anbieten. Ich mach's ehrenamtlich. Mhm. Würde ich auch. Ich will auch keine Kinder ficken. Nicht? Nee, würde ich nicht machen. Achso. Na, dann lohnt sich das ja nicht. Also du musst schon, wenn, dann alle Aufgaben übernehmen. Das mache ich ja schon privat. Das muss ich ja nicht noch auf der Arbeit machen. Okay. Also wie Leute, die den ganzen Tag einen Bürojob haben, ja, im Büro sitzen, der braucht dann am Abend keinen Bock mehr auf ihren Rechner, um dann noch zu zocken, weil sie nur am PC sitzen den ganzen Tag. Hm. Wird nicht für alle sprechen, aber prinzipiell. Ja, das ist wie diese Landwirtschaftsleute, die dann heimgehen und so einen Simulator spielen. Ja. Da geht der Papst nach getaner Arbeit nach Hause und guckt sich Kinderpornos noch an. Der Papst-Simulator, das wäre ein Spiel. Ja. Würde ich spielen. Ja. Okay, genug auf Kindern rumgeritten. Ich will noch ganz kurz über diese Bewegung sprechen, denn ich finde es wirklich gut. Mhm. Ich finde diese Mentalität, zerstöre dich selbst für deinen Job, das ist so toxisch. Ja? Ja. Und natürlich auch, was alles dazugehört. Du darfst nicht über dein Geld sprechen. Ja. Über Geld spricht man nicht. Nur damit nicht jemand vielleicht eine Ungerechtigkeit erfährt. Was? Warte mal, du kriegst mehr als ich? Was ist hier los? Und das auch völlig losgelöst von Geschlechterrollen, Tino. Ja, nur so allgemein erstmal. Schön wäre es, aber ja. Ja, okay. Touché. Es ist ja so, für den Einzelnen ist es ja nicht so einfach gesagt, ich kündige jetzt meinen Job, weil ich scheiße behandelt werde, weil dann suchen sie sich nämlich einfach den nächsten Trottel, der sich in den Bäckerladen stellt und dann jeden irgendwie auffordern muss, eine Maske zu tragen. Richtig, richtig, pass auf, das ist nämlich genau das nächste Ding, das war auch einer der Top-Posts. Ich habe vorhin beim Arzt nochmal so die Top-Posts der letzten Woche durchgescrollt und da war halt auch so ein Ding, dass diese Mentalität auch immer ist, warum sollte, also ich verdiene die Summe X, warum sollte dieser asoziale, was weiß ich, Typ an der Kasse oder so. Warum sollte der jetzt irgendwie eine Gehaltserhöhung kriegen? Wenn aber eigentlich der Gedanke sein sollte, stell dir mal vor, wenn du auch als Typ an der Kasse ordentlich leben könntest, was du dann für eine Macht hättest, einfach zu deinem Chef zu sagen, in deinem gehobenen Job, ey, gib mir eine Gehaltserhöhung oder ich gehe halt bei Rewe an die Kasse. Ja. So muss diese Denke eigentlich sein. Und das nächste habe ich schon wieder vergessen. Es war so viel. Und dann wurde ich aufgerufen und mir ein Ding in die Nase gesteckt. Aber es gibt schon irgendwie berechtigte Kritik daran, dass es ja auch Arbeiten gibt, die dann keiner mehr machen möchte. So, also die aber gemacht werden müssen. Ja. Also gerade so Reinigungskräfte, ja. Das machen ja jetzt die wenigsten aus Spaß. Viele bestimmt. Mhm. Aber es gibt auch einige, die machen das echt nur als letzte Lösung. Und ich kenne persönlich auch eine Person, die das auch, lange machen musste, weil sie es machen musste und nichts anderes bekommen hatte. So. Mhm. Und es wirkte auch, als wir damals in der Schule waren, kam so ein Mensch vom Arbeitsamt und hatte uns dann so interviewt und so Jobvorschläge gegeben. Und einer unserer Mädchen kam heulend raus und meinte dann, dass er zu ihr gesagt hätte, die Person vom Arbeitsamt, dass sie eh als Putzkraft enden wird. Also wird es schon von den Wegen her abgewürdigt, irgendwie Putzkraft zu sein, obwohl das voll der wichtige Job ist. Ja. Er wird halt scheiße bezahlt und die macht halt keiner gerne freiwillig oder die wenigsten. Das war nämlich die Sache, die ich gerade kurz vergessen hatte. Der nächste Gedanke, der natürlich auch eigentlich allen klar sein sollte, aber überhaupt nicht ist, dass es eigentlich viele Jobs gibt, die irgendwie der Gesellschaft so gar nichts beifügen. Ja, wenn ich irgendwie
Option Trader oder irgend so ein Shit, ja. Mhm. Aber die essentiellen Dinger, wie halt Putzfrau oder ja. auch jemand an der Kasse, wie wir ja gesehen haben, wir haben ja alle schön applaudiert, dass die halt irgendwie so, ja, hier Schmutz. Ja, mhm. Aber dieser irgendwie, ja, hier, ich gehe zur Börse, ich bin Aktionär, das ist irgendwie höher angesehen, obwohl das jetzt an sich der Gesellschaft vielleicht nicht so viel beiführt. Ja, eigentlich gar nichts. Und ich weiß nicht, wie lange das noch gut gehen wird. Ich habe aber die Hoffnung durch die neue Regierung, die ja ein bisschen linker sein soll als die alte Regierung, dass sich ein bisschen was tut, aber ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht davon, wenn ich mir die Sondierungspapiere ansehe und die Leaks, die es dazu gab, dass die Grünen elementare Versprechen dann doch nicht einhalten werden, so, da denke ich mir eben, wie ich schon gepostet habe, Grün ist keine Lösung. Hm. Ich glaube, viele haben sich einlullen lassen von den Grünen, weil sie dachten, dass sie voll die Umweltpartei wären, aber sind sie eigentlich gar nicht, wie sie sich verkaufen. Das ist auch nur so ein Marketing-Ding, so, die, weil sie ja die Grünen heißen. Das ist eine Volkspartei, die muss alle abholen. Auch die Klimaleugner. Können sie ja machen, aber wo sie hinbringen, ist eine andere Frage. Hm. Ja, ich muss als letzten Disclaimer noch zu diesem Thema sagen, dass natürlich in Amerika die Situation noch ein bisschen heftiger ist als in Deutschland. Also klar gibt es in Deutschland auch Leid und Elend und das ist jetzt vielleicht auch kein Whataboutism, aber diese Bewegung kommt ja schon eher aus den Vereinigten Staaten, wo man teilweise 3-4 Jobs haben muss, um überhaupt gerade so die Rente bezahlen zu können. Und das kann einfach kein Zustand sein. Gibt bestimmt auch in Deutschland Leute, die in so einer Situation sind. Und wir haben ja schon mehr Arbeit. Nehmerrechte und so ja. weiter. Das ist schon besser als in den und USA. Vor allem wird dir da, weil die ja dieses, was Bernie Sanders seit 30 Jahren fordert, die haben nicht für alle Medicare for All, dieses Ding. Mhm. Dann sagen die Chefs halt teilweise, wenn du am Montag nicht zur Arbeit kommst, das wäre ja schade, wenn deine Krankenversicherung dann weg wäre. Mhm. Dass du die Krankenversicherung oder die Gesundheit deiner Mitarbeiter gefangen nimmst und den so, also das ist ja widerlich. Du kannst denen drohen mit ihrem Leben letztendlich. Ja. Übelst hart. Hast du eine kranke Frau zu Hause, so als Ehemann, so, dann bist du darauf angewiesen, dass du auch schwer krank auf Arbeit gehst, weil du sonst vielleicht nicht bezahlt wirst oder nicht versichert bist. Ja. Gut, jetzt habe ich mir das von der Seele geredet. Das ist ja so ein bisschen ein Leidensthema für mich. Passion habe ich da am Start. Jetzt können wir wieder über Leichen reden, die witzig sind und haha, guck, was haben wir denn da noch, Tino? Ja, noch ein Nachtrag zum Fall Gil Ofarim, der jüdische Musiker, der wohl diskriminiert worden ist. Ja, der ist jetzt eigentlich doch ein Christ, habe ich gehört. Das hat sich ein bisschen umgedreht, also ja. nicht ganz in die Richtung, aber es war ja so, dass er von einem Hotel war oder in ein Hotel reinging, wollte einchecken und dann kam wohl die Stimme von irgendeinem Mitarbeiter, dass er erst seinen Judenstern abnehmen sollte, bevor er einchecken darf. Und es wurde dann viral geteilt, so dieses Statement-Video von dem Musiker. Aber jetzt wurden die Überwachungsbilder veröffentlicht und die haben gezeigt, er trug gar keinen Judenstern. Mhm. Und jetzt fehlt so ein bisschen die Glaubwürdigkeit von dem Musiker. Er begründet es damit, dass er ja sonst immer diesen Stern trägt und dieser Mitarbeiter ihn wohl einfach kannte und es pro forma sagte, nimm lieber deinen Judenstern ab, bevor du ihn eincheckst. So. Aber trotzdem wurde dieser Mitarbeiter wieder eingestellt und aus dem Urlaub zurückgeholt. Und jetzt wird gerade ermittelt gegen Ofarim, ob er nicht vielleicht doch das überspitzt hat oder übertrieben hat. Das einzig Relevante an der Story für mich ist, dass der den Vornamen der Währung von Final Fantasy hat. Gil. Hm. Ah. Ja. Wusste ich nicht. Nee, das ist halt wieder so eine dumme Situation irgendwie. Keine Ahnung. Das ist... Oh, natürlich, wenn das so abgelaufen ist, ist es scheiße. Aber eigentlich ist es mir auch egal. Wenn wir mal ehrlich sind, ist mir scheißegal. So. Ich finde natürlich Antisemitismus nicht gut, aber irgendwie scheint ja doch was passiert zu sein, weil warum sollte dieses Hotel sich da hinstellen und sich entschuldigen, wenn da eigentlich gar nichts passiert ist? Mhm. Ich glaube nicht, dass er sich das komplett aus dem Arsch gesaugt hat. So wie ich das gehört habe, hat nicht der Angestellte das zuerst gesagt, sondern hinter ihm irgendjemand in der Warteschlange, dass es hieß, ja, nimm deinen Stern rein. Keine Ahnung. Ich dachte auch, Mitarbeiter wäre dann beteiligt ja, gewesen. Ja, dann danach irgendwie eingestiegen oder so. Ja, genau. Es ist schon wichtig, weil also die Hotelkette hat ja sich entschuldigt, weil sie da dachten, dass er in diesen, oder davon ausging, dass das alles stimmt und so weiter und waren nicht mit dabei. Aber der Mitarbeiter, der betroffen hat, ist ja geleugnet vom ersten Tag. Das wäre so nicht gewesen. Und das stützt auch so ein bisschen die These der Staatsanwaltschaft aktuell. Aber wir wissen es nicht. Also ich finde, wir sollten erstmal abwarten, wie es sich entwickelt. Aber ich finde auf jeden Fall problematisch, auch wenn es nur halb so schlimm war, wie beschrieben war, auch dann ist es schon scheiße, wenn man irgendwie einen jüdischen Musiker da diffamiert. Und ich glaube nicht, dass der das nur aus Spaß gemacht hat, der ich vergesse den Namen. Gil Ofarim, dass er jetzt aus Spaß da sowas angeleiert hat, weil es halt echt nach hinten losgehen kann, wie es jetzt gerade passiert. Da wird schon was dran sein irgendwie, ist meine Ansicht. Frage, bringt er gerade ein neues Album raus?
Ich kannte ihn vorher ja überhaupt nicht. Ja, ich weiß es siehste? Nicht. Ja, ich halte mich neutral in dieser Geschichte. Ich habe da jetzt keine Meinung zu, außer seinen Vornamen. Ich hatte auch eh gerade einen kleinen Hirn-Blackout, weil du hast gesagt, stützt auch. Und ich dachte, du hast hier ein Racial Slur Richtung Asiaten plötzlich eingebaut in deine Rede. Und da war ich so einen kleinen Brain-Lag. Stützt auch? Ja. Wieso? Stützt auch? Naja, will ich jetzt nicht sagen, weil dann werde ich wieder zitiert. Ach so. Das verstehe ich gerade nicht. Ja, was sagst du immer zu Asiaten? Asiatische Mitmenschen. Ah, genau das hast du gesagt. Hä? Sag dir was. Ich verstehe es gerade nicht. Naja, Asiaten haben ja angeblich so schmale Augen. Ach so, okay, es klang wie... Stützstrumpfhose, richtig. Okay, ja, das wäre nicht gut. Das ja, da war ich so, hey, warte mal, hat er das gerade gesagt? Weil du so ganz schnell gesprochen hast und dann war das schon so angehört. Ah, okay. Ja. Egal, spult nochmal zurück. Oder nur ich habe das im Kopf, weil ich so ein Rassist bin. Das stützt auch. Ich finde nach wie vor, das ist übrigens dumm. Was? Weil Asiaten haben gar nicht so schmale Augen irgendwie. Es gibt ein paar es vielleicht. Es wirkt so. Aber die haben eher größere Augen noch und haben halt oben diese Falte nicht so, weißt du? Ja, eben, diese Falte fehlt, deswegen wirken die so klein. Aber ja, ist eigentlich sie sind Quatsch. Halt in der Regel eher größer. Und deswegen das weiß ich nicht so. Genau, aber ich weiß. Aber seit wann sind Rassisten nicht dumm? Also, ja, gut. Sind wir uns einig. Ja, was ähnlich dumm ist, ist natürlich der neue Trailer zu Uncharted. Du kennst es, Tino, ne? Ich glaube schon, ich habe davon gehört. Was ist denn das? Das ist ein Spiel. Da geht es darum, du spielst eine Musik... Band, ja, die in die Charts will, aber dann auch in die Charts eingestiegen ist, dann kam aber raus, dass der Song geklaut ist, da wurden sie quasi uncharted. Ja, richtig, genau. Da musste ich zurückkämpfen in die Charts. Hater würden ansonsten sagen, uncharted ist das männliche Pendant zu Tomb Raider, nämlich so ein Typ, der so auf großen Brüsten, der auf irgendwelche genau, so ein, Leute so ein, schießt. So ein progressiver Transmensch, der da irgendwie, nein, es ist, geht um Larry Croft. Larry Croft, auch genannt Nathan Drake. Und der bekommt jetzt endlich seinen Kinofilm, wobei endlich mit ganz großen Anführungszeichen, denn dieser Trailer, der war zum einen sehr generisch, zum anderen hat er den ganzen Film erzählt, dann wiederum ist es alles völlig miscastet, außer vielleicht die Rolle der Chloe. Morgan Freeman als Chloe. Nee, den kennst du, Tom Holland spielt. Ja, Spider-Man auch, ne? Genau, und einen sehr jungen Nathan Drake, also es kann sein, dass er da noch reinwächst. Aber der actet halt auch gar nicht wie die Figur. Das ist ein bisschen seltsam. Mhm. Und Sully, die Vaterfigur von Nathan Drake, wird gespielt von Mark Wahlberg, der überhaupt keinen, also der kann schon okay Schauspiel. Von Ted, ne, ist der. Genau. Ja. Aber der ist halt immer so ausdruckslos irgendwie. Ja. Und Sully ist so ein richtig, das ist so ein richtiger Charakter, weißt du? Der hat immer eine Zigarre im Mund, einen fetten Schnauzer, den hat Mark Wahlberg übrigens auch nicht. Und so redet er immer und weißt du, hier, Kiddo und bla. Und das ist irgendwie ganz komische Dynamik. Ja, ich kann es verstehen, wenn man Fan von irgendeiner Buchserie ist oder von einem Spiel, dann kommt die Verfilmung, da hat man schon selber so eine Besetzung im Kopf irgendwie. Ja. Wenn die dann überhaupt nicht wahrgenommen wird und dann Leute eingesetzt werden, die da gar nicht reinpassen, kann es enttäuschend sein, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendwie mich in die Lage der Produktionsfirma und der Regie reinversetze, kann es auch Spaß machen, eine Rolle neu zu interpretieren, weißt du? Kann ja auch wieder einen neuen Reiz geben. Ich meine, der Joker wurde ja über die letzten 50 Jahre ja auch immer von neuen Leuten neu interpretiert und als hier von Heath Ledger der Joker zum ersten Mal abgebildet worden ist, gab es auch viele Aufreger. Ja, sieht überhaupt nicht aus wie Joker, den wir kennen und so weiter. Und dann hat die Spielweise aber alle überzeugt, dass er der beste Joker für viele ist, den es jemals gab. Ja, richtig, aber das Ding ist halt, Videospielfilme sind ja allgemein sehr scheiße immer und haben einen schlechten Ruf. Ja. Und ganz oft ist es einfach, weil die sich nicht an die Vorlage halten. Also wenn man es safe machen will, sollte man das halt einfach tun. Und also ich werde den Film bestimmt irgendwie sehen. Ich glaube nicht, dass ich dafür ins Kino rennen werde oder so. Aber ja. Aber es kann ja sein, dass sie auch die Nicht-Spiele-Fans auf diese Spiele bringen wollen und deswegen nicht ganz so auf diese Spiele eingehen, 1:1, weißt du? Das kann ja auch sein. Also ich glaube wirklich, dass der Masterplan ist, dass sie wirklich 3, 4, 5 Filme machen, dass es das so eine richtig etablierte Serie wird, dass sie dann irgendwann quasi in diese Rolle reinwachsen, die sie im Spiel sind. Aber das ist halt für einen Auftakt schon scheiße. Ich kann nur sagen, seid ihr interessiert an dem Film, guckt euch den Trailer nicht an, denn der Trailer macht eine absolute Sünde, die habe ich so auch noch nicht erlebt. Der endet quasi, wie es so immer ist, mit dem Trailer auf einem Cliffhanger. So, oh, es passiert was, er fliegt da so rum, was könnte passieren? Und dann kommt noch ein paar Trailer, wo dann aufgelöst wird, wie das sich
wie das, weißt du? Und was aber danach auch noch passiert und im nächsten Cliffhanger ist ganz albern. Guckt euch das nicht an. Es gab ja auch schon in der Geschichte so Fake-Trailer, weißt du? Ich glaube, das war bei irgendeinem Superheldenfilm, wo sie Spider-Man reingebracht haben, der aber gar nicht mehr vorkommt, weil er schon irgendwie aus Gründen nicht mehr dabei ist. Aber zeigen ihn trotzdem in der einen Szene, um nicht zu spoilern, dass irgendwas mit ihm passiert. Aber ich kann gar nicht sagen, was für ein Film das war und ich will es auch nicht weiter detaillieren, weil es ein Spoiler sein könnte. Aber ich meine, es gibt manchmal auch Fake-Trailer. Ja. Da gab es auf jeden Fall so einen kleinen Shitstorm. Kommen wir von diesem Shitstorm zum echten Storm, Tino. Denn hier in Weimar, guck dir meinen Balkon an, ja, das ist völlig zerflattert hier alles. Oh ja. Da oben, das wackelt immer noch alles im Wind, unangenehm. Wie war es denn für dich? Hast du es überlebt? Ich habe davon wenig mitbekommen. Also ich war halt, habe lange geschlafen an dem Tag und bin dann irgendwann nach, doch, ich bin zum Arzt gefahren mit dem Zug und da ist der Zug erstmal ausgefallen und musste dann auf den Bus ausweichen, das habe ich mitbekommen. Und überall lagen so Äste auf dem Fußboden. Aber sonst war es für mich nicht so relevant. Ja, ich habe hier meinen Erinnerungsfinger gerade auf den Teller, auf den Tisch gelegt, damit ich das nicht vergesse. Ich habe nämlich auch eine Zuggeschichte, die mir Kalle heute erzählt hat. Der ist auf dem Weg von Dresden hierher. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade mittlerweile angekommen ist. Und da war aufgrund des Unwetters eine Durchsage zu hören, ey, alle, die jetzt keinen Sitzplatz haben, müssen auf freiwilliger Basis den Zug verlassen. Und dann wurde auch noch die Polizei dazu geholt und irgendwie, weiß nicht, Bundespolizei, irgend so ein höheres Amt oder so. Und es ist irgendwie, er hat mir so ein Video geschickt, ist schon so ein bisschen dystopisch. Die Bundeswehr kam dann mit die so Bundeswehr kam mit Kalaschnikows in den Zug reingefahren. Ja, war ganz unangenehm. Und dann haben die sich so gegenseitig angeschwärzt. Dann wurde irgendwie eine Frau von der Polizei raus eskortiert. Und dann hat sich aber so eine andere irgendwie in der Ecke versteckt. Und dann ruft die halt, aber die da hinten, die hat auch keinen Sitzplatz, die muss auch mit raus. So dieses gegenseitige... So eine Schweinerei. Also es ist ja völlig, völlig unnötig so. Ja, ja. Du fliegst halt eh raus, das verhinderst du auch nicht, indem du noch einen anderen in die Scheiße reitest. Ja, ganz du kannst komisch. Schon so wütend sein, dass du dich ungerecht behandelt fühlst und dann sagst, ja, aber die darf drin bleiben, ich nicht, warum? Kann ich schon irgendwie nachvollziehen, ist das aber auch assi. Bringt dir halt in dem Moment nichts. Es ist assi und bringt ja nichts. Hatte ich auch mal auf dem Weg zu irgendeinem Videodreh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo in Hessen. Auch da hatte ich einen Sitzplatz, reserviert auch so und war alles cool, aber es hieß auch so, dass der Zug zu voll sei und Menschen müssen jetzt aussteigen, die keinen Sitzplatz haben. Und nur eine halbe Stunde ist nichts passiert. Es ist keiner ausgestiegen, ich musste halt zu einem Termin. Und da kam auch immer die Bullen, haben dann Leute rausgebracht, so, hat ewig gedauert. Aber ich kann es verstehen, wenn ich irgendwie einen Zug reserviert oder ein Zugticket habe, auch ohne Sitzplatz, und ich dann irgendwie raus muss, würde ich auch nicht einfach so gehen wahrscheinlich. Keine Aber ich verstehe es allgemein nicht, weil da jetzt ein bisschen Wind ist, also fällt der Zug leichter um, wenn mehr Leute drin sind, ist ja Quatsch. Ja, es kann schon sein, dass wenn irgendwas auf den Gleisen landet, irgendwelche Bäume oder so Äste, oder auch wenn Züge doch weggeweht werden, man wusste ja nicht ganz genau, wie stark der Sturm noch sein wird. Ist ja nicht angeschnallt, also selbst wenn du sitzt, du... Also dann ist ja noch eher schlimm, oder? Also ich kenne so Busvideos, der plötzlich bremst und die Leute, die sitzen, die falten sich da in den Sitz rein und brechen sich alles. Vielleicht sind Busse ein bisschen weniger gefährlich, ich weiß es nicht genau. Mein Gefühl ist auch, dass Züge sicherer sind, aber wenn auf den Gleisen was ist, dann ist halt scheiße so. Und ach so, okay, das ist die Lektion, die wir aus diesem Podcast lernen. Es war ja auch kein Ersatzverkehr, wo ich mit dem ich gefahren bin. Es war ja auch einfach nur ein normaler Bus, auf den ich dann umgestiegen bin quasi, weil ich ja eh ein VMT-Ticket hatte, aber ja, so war es halt. Hoffentlich ist Kalle jetzt da. Ich habe schon wieder so ein Brainlag gehabt, weil du T-Ticket, also VMT, aber ein T-Ticket und dann direkt irgendwie abgeschweift. Was für ein Scheiß ist das jetzt wieder? Ein T-Ticket. Ein T-Ticket, ja, du darfst nur trinken, wenn du ein Ticket hast, wie Impfung. Das war jetzt wie eine scheinbare Genderung, die kritisiert worden ist von der Gesellschaft für deutsche Sprache oder so. Und zwar gab es einen Post von irgendeiner ZDF-Serie oder irgendeiner Filmproduktionsfirma, die geschrieben haben, Drehende. Und die haben Drehende gelesen, haben sich darüber übelst echauffiert, so, ja, Verschandlung der Sprache und so. Aber es war nur Drehende und nicht Drehende. Das war ja so auch so eine AfD-nahe Organisation, so wie ich das verstanden habe. Ja, und nicht so eine offizielle, irgendwie wirklich relevante Sprachbla. Also die heißen dann irgendwie so Gesellschaft für irgendwas, voll seriös, aber in Wahrheit sitzen da irgendwelche Rechtsradikalen drin. Das ist ja nichts Neues. Das ist wie bei uns im Podcast. Quasi. Wir tarnen das immer nur als der unangenehm linke Tino und aber ich bin was auch immer ich bin. Angenehm Rechte. Ja. Ja, das auf jeden Fall zum Sturm. Für wen es jetzt, für wen es weniger Stürme geben wird, weniger Shitstorms,
ist Rainer Winkler. Oh Es ja. ist die Nachricht. Das ist ja eigentlich die Nachricht der Woche, ne? Eigentlich Obwohl schon. ich am liebsten so wenig wie möglich drüber reden würde, aber wir kommen nicht drum rum, ist Wir okay. kommen nicht drum rum und ich fand es schon ein krasses Weißt du, wer auch Urteil. nicht drum rum kommt? Die ganzen Polizisten im Wartesaal, weil der so dick ist. Ja, Hahaha, ha, 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 doch, Witz auf finde ich seine witzig. Kosten. Und zwar gab es jetzt, ich zitiere nur, Nürnberger Prozesse 2.0, weil dieser Prozess in Nürnberg stattfand, aus Sicherheitsgründen. Findest du das nicht als unangenehm linker Tino geschmacklos, dass dieses Hashtag getrendet Es ist? ist, ich finde es in dem Fall witzig, weil sich Nürnberger Prozesse ja an die Nazis richteten und Weil du man ein sich ja, Kack-Hater bist. ich bin kein Kader. Nee, ich bin ja einer von den Leuten, der sagt, wer Drachenlord, wer sich mit dem Drachenlord lustig macht und ihn auf der Schanze besucht und Böller wirft, ist armseliger als er selber. Das ist ja so mein Team, in dem ich bin. Jedenfalls gab es wieder irgendwelche Störer auf seinem Grundstück und er muss dann daraufhin wohl zwei Männer verprügelt haben, mit einer Taschenlampe, oder einen zumindest verprügelt haben mit einer Taschenlampe, der dann verletzt wurde. Und der Drachenlord hat auch noch einen Polizisten beleidigt und wurde daraufhin festgenommen und dafür jetzt erstmal 2 Jahre ins Gef. Ab ins Geff. Ab ins Geff. Ja, also er war bereits auf Bewährung. Das ist eine Schlüsselinformation. Genau, habe ich auch aufgeschrieben. Und das Ding ist dennoch, ja, deswegen finde ich das so schwierig. Klar ist das ein schlechter Mensch, so. Sagen wir mal ganz neutral, es ist ein schlechter Mensch. Es ist Ja, objektiv. nicht der liebste und beste Mensch und er hat Ja. Scheiße gebaut und so. Dennoch ist das alles ja quasi nur passiert, weil trotzdem halt Leute ihn permanent jeden Tag bei ihm zu Hause auf den Sack gehen. Ja. Und das soll jetzt auch gar nicht rechtfertigen und ich bin da auch auf keiner Seite. Ich finde das alles scheiße. Also klar, man kann sich das aus der Entfernung angucken und das ein bisschen ulkig finden. Das finde ich voll in Ordnung, ja. Aber wenn da wirklich da man vor Ort hingeht und sich da irgendwie, das ist alles dumm, ja. Ja. So. Aber wenn, also man kann das doch zumindest ein bisschen nachvollziehen, oder? Klar hat er das Nicht auch nur ein aktiv bisschen. irgendwie promotet und hat gesagt, auch einmal hier kommt ihr her und so. Das Ja. ist zig Jahre her, aber scheißegal. Und hat auch Posterverkauf gemacht bei sich zu Hause. Aber er hat nie gesagt, kommt bitte jeden Tag hierher und geht mir auf den Sack. Ja. So, und wenn er dann irgendwann mal jemanden einfach eine dachte, der vielleicht sogar auf dem Grundstück war, ich weiß es nicht Ich genau, auch nicht ob das genau. direkt da war. Ich habe nur so ein Bild gesehen, wie er auf einem drauf liegt, auf seinem Grundstück. Ja. Ja. Und dahingehend denke ich mir halt, okay, es ist natürlich trotzdem eine Straftat, aber 2 Jahre dafür in Knast, während andere Leute, wir hatten es ja auch vor ein paar Monaten, irgendwie dieser Fußballer, der irgendwie Kinderporn oder sowas hin und her geschickt hatte. Und dann, das ist irgendwie, klar, er war auf Bewährung, wie Genau. gesagt, ist eine wichtige Schlüsselinformation. Dennoch fühlt sich das irgendwie falsch an. Er hat ja auch noch das große Pech, dass es auch die gleiche Richterin war wie beim letzten Ah, Prozess, okay. als Sie sie auch schon ein mal, Kackhater. als sie ja, wahrscheinlich, als sie auch schon mal sagte, hören Sie doch bitte auf mit diesen provokanten Ja. Inhalten auf Ihrem Kanal Es und wurde ihm ja auch dieses Ultimatum irgendwie gestellt, dass hier, sie kommen doch mal davon, wenn sie einfach komplett das sein lassen, diese genau. Internetpräsenz. Das ist halt auch so ein Ding. Es ist ja klar, dass wenn er den Hate jeden Tag anfeuert, ja. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich würde mir das auch nicht nehmen lassen wollen, nur weil halt Leute solche Spacken sind. Würde ich halt Ja. nicht, also dann hätten die ja gewonnen. Andererseits bin ich halt auch ein guter Mensch. Ja. Und ja, ich weiß, Habe ich dass der auch anderes irgendwie, der hat gehört? irgendwie sein Pferd verhungern lassen und so Geschichten, weißt du, Ah, oh Gott, das ist das jetzt. ist, ja, das ist halt Ja. alles nicht so Ja, aber nice. es rechtfertigt ja nicht irgendwie, dass Leute auf sein Grundstück kommen und die Das damit ist Sachen bewerfen, so, der ja. Schlüsselmoment, so, Ja. weißt du, nur weil da andere Leute Scheiße bauen, rechtfertigt das nicht, dass du, vor allem, weil du komplett unbeteiligt bist, ja, wenn natürlich jetzt jemand dich in ein KZ steckt, dann ist es okay, wenn du den niederklüppelst und da rausgehst, so, aber wenn das eine Sache ist, die dich überhaupt nicht betrifft, wenn da halt wirklich das ist jetzt auch nur so halbe Information, ne? Also Viertelwissen, wenn der wirklich das Pferd hat verhungern lassen, dann rufst du halt Peter an und die werfen da Bomben drauf oder so, Ja, was die halt immer so machen. genau das machen die. Aber dann dahin gehen und da Saufgelage vor seiner Tür und Böller reinwerfen, das rechtfertigt sich doch nicht gegenseitig. Er hat ja auch ein Geständnis abgegeben, der Drachenlord, also der Herr Winkler, und sagte, ja, es ist so passiert und es wurde ihm leider Treue gezeigt, sich beim Polizisten entschuldigt für die Beleidigung und hat geschworen, wegzuziehen, ins Haus zu verkaufen und weniger anstößigen Content zu verbreiten nach seiner Haftstrafe. Aber 2 Jahre Haft für Drachenlord ist schon krass. Ich finde, dass er jetzt echt im Gefängnis
Nein, noch ist es nicht 100%, der wird dann noch in Revision gehen und so und wahrscheinlich dauert das auch eine Weile, bis es tatsächlich vollstreckt wird. Aber ja, es ist trotzdem echt irgendwie viel gefühlt. Könnte ja flüchten, ist die Frage. Das Ding ist, selbst nach einem halben Jahr könnte es doch sein, dass sie sich denkt, okay, will ich nicht nochmal haben, überdenke ich jetzt mal irgendwie. Ja. Aber so wird das wahrscheinlich nicht abgewogen. Okay, wie viel müssen wir dem Herrn jetzt geben, damit er seine YouTube-Karriere überdenkt? Aber das Haus ist auch verkauft. Also da wird das ist verkauft. Das wird auch seine Schulden irgendwie dann quasi abbezahlen. Also er wird dann danach wahrscheinlich schon irgendwie ein neues Leben anfangen. Mhm. Mal gucken. Vielleicht kommt er auch raus und ist der übelste Adonis, weil er die ganze Zeit am Pumpen war. Dachte ich mir auch schon, ja. Ja. Und an sich, ich weiß halt auch, dass ein paar von diesen, von unseren Zuhörern auch im Drachengame so drin sind. Und das irgendwie aus der Ferne angucken und sich, wie gesagt, da irgendwie dran belustigen, okay, da gehe ich noch mit, obwohl ich es halt auch einfach total langweilig finde, ja, ganz ehrlich. Ja. Da kommen dann halt ab und zu Leute und sagen, hier, guck mal, das ist passiert und ha, der hat wieder das gemacht, aber es ist im Endeffekt immer die gleiche Scheiße. Ich habe ein Video, wie der Drachenlord mich anschreit, hey, cool. Ja, so. Es ist für mich einfach nicht spannend. So. Der hat jetzt zum Beispiel eine Reihe gemacht, wo er über alltägliche Dinge irgendwie redet, so. Also, was halte ich von Haargel? Und mache dann 10 Minuten Video drüber, wie er von. Und das beschreibt für mich perfekt, was für mich jedes Video von ihm ist, weißt du? Das ist einmal ganz witzig und der redet auch ganz lol, haha. Und da gibt's viele Insider. Das verstehe ich alles. Und er widerspricht sich ganz oft und so. Und ja, und er lügt und er kündigt an und bla und Lustlord und bla. Aber. Oh, der Lustlord ist. Das ist aber ein Aspekt, den ich am allerdümmsten tatsächlich finde, weil der hat halt relativ offen mal drüber geredet, was so seine sexuellen Vorlieben sind oder so, mit Rettich einpflegen. Das finde ich fast irgendwie. Noch irgendwie am sinnvollsten von seinem Content, ja. Naja, das Ding ist halt, ihm da irgendwie strikt draus zu drehen, finde ich halt dumm. Weil klar, ich fände es besser, wenn Menschen irgendwie offener sind. Ich muss sagen, ich kriege das Bild nicht mehr aus dem Kopf, wie diese Puppe da vögelt. Das ist ein Bild, das wollte ich gar nicht sehen, ja. Ja, aber das hat er ja bewusst gemacht, weißt du, weil irgendwie Nacktszenen von ihm geleakt wurden, hat er dann quasi, was ich genau so machen würde übrigens, von sich aus nochmal was hochgeladen. Ja. So. Ihr könnt mir bitte auch gerne in den Kommentaren jetzt nochmal seine Schandtaten auferzählen, wenn ich jetzt hier sage, ja, Lustlord, da sind bestimmt Aspekte, die ich jetzt nicht bedenke, die total verwerflich sind, dass er irgendwie, was weiß ich, was er da alles gesagt hat. Ich bin da nicht ganz so in der Bubble drin, weil es für mich einfach nicht entertained ist. So. Ja, ich fand es furchtbar. Ich war bei einem gemeinsamen Freund in der WG und dann, also den wir beide kennen, und er hat mir auf der Leinwand welche Videos von Drachenlord gezeigt, wie er diese Puppe da vögelt und sie immer so, ja, du geiles Stück, du geiles und so und es hat mich traumatisiert, ehrlich gesagt. Ich finde es okay so, er soll das gerne machen, wenn es ihm Spaß macht, so, ist auch irgendwie cool und auch spannend, mal seine intimsten Geheimnisse zu hören, dass er sich gerne Sachen einpflegt in seinen Hintern und so und dass er halt auch bisexuell ist und so, ist ja auch eine spannende Info, aber sonst ist der Mensch für mich einfach nicht interessant, für mich selber. Ja, also ich kann eigentlich nur hoffen, dass das jetzt quasi das Staffelfinale war, das Serienfinale und danach ist halt auch gut. Hoffentlich. Gut, schön. Was auch bald Geschichte ist, ist der Name Facebook. Es gibt wohl, es gab Gerüchte, ich konnte es noch nicht verifizieren, aber es gibt viele Gerüchte, dass Zuckerberg Facebook umbenennen möchte. Okay. Und jetzt im Oktober noch das leaken will. Oder Suckzone habe ich gelesen. Genau, Suckzone und sowas, aber das ist, glaube ich, kein echter Titel. Ja, aber das ist ja eher Grindr. Richtig, die Suckzone. Mit S-U-C-K. Und mal sehen, ob das was bringt. Er will wohl offensichtlich den schlechten Ruf von Facebook wieder irgendwie aufpolieren. Aber ob da eine Namensänderung was bringt, weiß ich nicht. Dann müsste er wahrscheinlich aus der Firma komplett zurücktreten. Dann würde das vielleicht funktionieren. Das kann sein, macht er ja nicht. Also ich nicht raffe. Also es gibt so Typen auf der Welt, die haben doch eh schon so zig Millionen Euro oder Dollar auf dem Bankkonto und arbeiten noch weiter. Würde ich nicht machen. Also ich würde nicht für, wäre ich der Facebook-Gründer und würde jetzt irgendwie ein Angebot bekommen, für 1 Milliarde Dollar das zu verkaufen. Ich würde sofort machen und würde andere Projekte vorantreiben. Das sage ich jetzt, Das sagst du jetzt. Sag ich jetzt. Aber die Pandora Papers, die wir bitte nicht wieder in 2 Wochen vergessen haben, die zeigen ja genau anderes. Es ist auch nicht so, dass sie ganz altruistisch die ganzen Reichen sagen, oh, jetzt helfen wir mal allen. Klar gibt es da Ausnahmen, aber das zeigt doch, es ist ja wirklich dieses Ding, ich habe 100 Millionen, ich könnte aber auch 110 haben, wenn ich so ein bisschen mit den Steuern trickse. Warum mache ich das nicht einfach? Also das zeigt doch, dass das einfach nicht gesund ist. Nee, ist es nicht. Weil du brauchst einfach keine 110 Millionen, wenn du 100 Millionen hast. Ja. Egal. Existenzmaximum. Meine Agenda. Wenn du Weimarer Bürgermeister bist, setze das weltweit durch, richtig, oder? Richtig. Geil. Freue ich mich drauf. Werde ich auch schaffen.
Verspreche ich. Ja. Das ist ja auch ein Antrieb der Anti-Work-Bewegung, nenne ich es mal jetzt schon. Dass es einfach sich für die Leute nicht mehr so geil anfühlt, während der Pandemie zu verhungern, während ihre Chefs halt Champagner aus dem Arsch von Prostituierten schlürfen. True, und wer ein Anti-Truth Netzwerk geschaffen hat oder schaffen will, ist Donald Trump, denn der hat ein eigenes Netzwerk geschaffen mit dem Namen Truth Social. Truth Social. Truth Social soll es angeblich heißen. Das lässt sich schon richtig beschissen sprechen, finde ich, Truth Social. Engländer. Und das soll ein soziales Netzwerk sein, was ohne Zensur stattfindet, ähnlich wie WTube von Attila Hildmann. Im Endeffekt ist das eh wieder nur, er verschickt E-Mails an seine Leute oder so. Das ist ein Blog von ihm. Und er nutzt wohl dafür eine Open Source Software, die davon auch weiß, aber die im Gegenzug dazu musst du eigentlich deinen Quellcode offenlegen, wenn du Open Source benutzt und musst irgendwie auch transparent damit umgehen, was er bisher nicht gemacht hat. Und es kann passieren, dass dann diese Open Source das ihm wieder entzieht und so weiter. Das waren so Randnotizen. Es ist zwar noch nicht veröffentlicht worden, dieses Netzwerk, aber offenbar gab es einen Journalisten, der sich schon ein Handle gesichert hat, wie auch immer, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber offenbar gab es schon so Leaks und so, dass er sich da reinpflegen konnte, ist mein Wort des Tages, reinpflegen. Ja. Er hat sich den Handle Donald Trump gesichert, der Journalist, weil ja Trump auch schon auf allen Netzwerken wie Facebook und Twitter diesen Handle nicht nutzen konnte, weil er belegt war. Jetzt auch auf seinem eigenen offenbar auch schon nicht mehr. Witzig. Wäre witzig, wenn das durchgeht. Ja, ich will es jetzt auch gar nicht zu ausführlich machen, aber ich kann ganz kurz abreißen. In Amerika ist auch gerade schon wieder, zeichnet sich ab, dass der Laden vor die Hunde geht. So ganz kurze Zusammenfassung. Demokraten haben gerade ja Haus, Senat und Präsidentschaft und trotzdem geht es nicht voran, weil die in den eigenen Reihen halt Leute haben, die auch irgendwie eigentlich Republikaner unter Deckmantel sind und bei den ganzen Gaskonzernen hier und Öl, weißt schon, fossile Brennstoffe da in der Tasche liegen und alles blockieren, was irgendwie halbwegs progressiv wäre. Das ist die Kurzzusammenfassung. Es gab auch ein AMA, ein Ask Me Anything von Adam Schiff, den ich hier vor anderthalb Jahren mal so gelobt habe beim Impeachment, weil der so geile Reden schwingt. Und da hat sich auch abgezeichnet, dass die halt nach wie vor so, die wollen halt dieses Decorum, ist immer so ganz wichtig für die, diesen Anstand, ja. Die Demokraten sind halt die, die anständig sind. Und dann zwischen den Zeilen liest man da halt raus, ja, wir wollen nicht hart gegen die Faschisten vorgehen, weil dann sind wir selber Faschisten, was halt Quatsch ist. Ja. Wir wollen jetzt nicht hier harte Kante zeigen, wir wollen dabei höflich sein. Und so geht's halt nicht voran. Und das ist jetzt die ganz kurze Zusammenfassung. Amerika, das wird nichts mehr, glaube ich. Wenn da nicht irgendwas Entscheidendes passiert. Die kriegen halt wirklich, die brauchen eine Mehrheit, aber ihre eigenen Leute gehen da nicht mit. Und das hatten wir auch schon vor 2 Wochen hier irgendwie. Nee, das hatte ich mit Herodes im Podcast. Wenn die halt nicht mit den Linken, mit den progressiven Flügeln irgendwie zusammen agieren, dann wird das erst recht nichts. Und selbst dann wird es halt schwierig, weil die ja gerade so die Mehrheit haben. Kurz zusammenfassen. Ich raff das nicht, dass man immer so sagt, man will vor Faschisten höflich sein und denen irgendwie ihre Meinung sichern. Das ist so ein Quatsch. Wollen die ja auch am Ende dann noch einen Knicks machen, wenn die am Galgen hängen bei den Rechten? Ja, okay, ist deine Meinung, mich jetzt aufhängen zu wollen? Viel Spaß dabei so. Es ist wie, du hast eine Diskussion mit jemandem, der die ganze Zeit la 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 und mit Ohren zumacht. Ja. Und dann sagst du aber, okay, ich akzeptiere deine Meinung, wir werden das berücksichtigen und wir sehen uns beim nächsten Thema. La 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 la. Ja. Es ist richtig dumm. Und es gibt Demokraten, die echt, also Deckmanteldemokraten sind und eigentlich das Gegenteil vertreten wollen. Groß in der Kritik sind aktuell die Frau Sinema und Herr Manchin. Der Manchin ist quasi der 51. der das swingen kann quasi und der ist halt immer gegen alles so. Und der sucht sich dann auch immer so Ausreden, so nee, diesen Climate Change Bill, der jetzt hier gerade vorgeschlagen wird, der gefällt mir nicht, weil XY, dann wird das geändert und dann ist es plötzlich was anderes, was ihm nicht passt, so, weil der ist halt, der verdient Millionen dadurch, dass er so Connections zu den fossilen Firmen hat. Wobei fossil hier auch einfach gerade für alt stehen kann, weil das einfach so altbacken. Aber nicht so einen fetten Amerika-Block, weißt du? Es ist schön auch mal über so lustige Sachen wie Alec Baldwin zu reden, weißt du? Da müssen wir nicht hier schon wieder
internationale Politik so groß machen. Das reicht ja auch mal. Ich habe auch für mich noch ein kleines Thema. Ja, gerne. Was ich hier schon öfter im Podcast angesprochen habe und ich wollte diese Tradition beibehalten. Fear the Walking Dead, ja, diese Serie, die ich immer so aus Hassliebe geguckt habe, weil sie so scheiße ist, die zwischendrin richtig geil war, dann die letzte Staffel wieder ganz okay und jetzt 2 Folgen der neuen Staffel veröffentlicht hat. Und in der letzten Folge gibt es einfach wieder so eine geile Szene, die so dumm ist. Ich habe auch da, mittlerweile müsst ihr das gesehen haben, ansonsten spoilere ich auch jetzt. Das letzte, was ich davon erzählt habe, war dieses Kind, was per Atombombe geröstet wurde. Genau. Super witzig. So, und dann in der jetzigen Folge sind dann quasi so Fallout-mäßige, so quasi ganz schmierige, radioaktiv verseuchte Zombies. Und die werden einmal mit so einem Auto komplett einfach, das ist eine dramatische Szene, da wird so ein Kind gerettet. Nächste Szene ist einfach wie so Flatsch, so irgendwie aus dem Nichts 20 Zombies einfach so Matsch werden. Oh, cool. Und dann guckt halt die Dame mit dem Kind so aus dem Haus raus und sieht halt die Person, die mit dem Auto die Zombies zermatscht hat. Mhm. Und dann sind die Scheibenwischer an und dieser Zombieschleim wird so hin und her gewischt. Und dann grinsen die sich durch diese versiffte Scheibe so gegenseitig ganz verliebt an. Oh, so romantisch. Das ist so, ich habe so laut gelacht, Alter. Es war großartig. Gibt es in der Serie auch Zombie-Kinder, die dann so rumlaufen, die getötet werden müssen? Rumlaufen nicht, aber gab es in der Folge tatsächlich. Da wurde, das war ein Highlight für mich, wurde ein infiziertes Baby erschossen. No. Sheesh. Ja. Spannende Serie. Ich, ja. ich werde sie nicht schauen, aber. Das Ding ist, das wirkt halt. Ich höre gerne davon. Das wirkt jetzt irgendwie so ein bisschen, als will die lustig sein, aber die will das halt nicht. Mhm. Und dann gucken die sich durch diesen Zombie-Schleim so verliebt an. Mit diesem. Es ist halt echt, du siehst den Shot und Gegenshot und du siehst diesen Scheibenwischer halt dazwischen so. Und dann dieses verliebte Lächeln mit diesem Zombie-Schmand. Richtig witzig. Doch, mein Humor. Ich habe auch jetzt die beiden Teile von S gesehen, also It, mhm, die beiden ich nicht. Neuen Filme. Die sind echt richtig gut. Haben auch so einen ganz seltsamen Humor. Es war sehr gruselig und eigentlich keine Komödie. Aber die haben halt so zwischendurch so Gags drin, die einen so ein bisschen auflockern und einen so aus der Stimmung rausholen, auch ein bisschen aus der Bösen. Und ich habe mir nach dem Film auch nochmal die Wikipedia-Einträge durchgelesen, auch zu den Büchern nochmal, was da die Unterschiede sind. Da wird ja irgendwie vergewaltigt und so ein Shit, oder? Nee, ganz anders. Also es ist ja im ersten Kapitel sind es ja so Kinder, die quasi diesen Clown da aufhalten wollen. Und als sie das erste Mal quasi in seinem Geheimversteck sind und wieder raus wollen, kommen sie erstmal nicht raus. Und aus irgendeinem Grund, den kein Mensch erklären kann, und auch Stephen King nie erklärt hat offensichtlich, und über die alle streiten, es sind irgendwie 6 Jungs und ein Mädchen. Und das Mädchen schläft mit einem von denen nacheinander quasi. Und keiner weiß, warum. Es ist völlig sinnlos. Hat mit der Story nichts zu tun. Mhm. Es bringt sie nicht voran. Und es hilft überhaupt nichts in der Geschichte. Ja, trotzdem passiert das einfach. Die sind wahrscheinlich sehr jung gewesen. Ja, aber nur in dem Buch halt. Ja, ja, aber nicht, also wahrscheinlich dann. So 14, glaube ich. Ich hatte halt ungefähr irgendwas in der Richtung im Hinterkopf irgendwie, dass das so eine relevante Sexaktion war, die im Film nicht drin war, aber scheinbar nicht ist relevant, es nicht relevant. Null, ja, relevant. Und sie haben allgemein sehr viel weggelassen, weil du kannst ja in so diesen dicken Büchern kannst du ja nicht alles in so einen Film unterbringen. Aber insgesamt war das eine echt gute Verfilmung. Die Szene hätten sie ruhig unterbringen können. Ja, als extra auf den DVDs oder ja, so. Extended Cut, Director's Cut. Aber die Regie meinte wohl, das hätten sie niemals durchgehen lassen, Sexszene mit Kindern zu drehen, deswegen haben sie es einfach rausgelassen. Das gibt der Sache noch 50 Jahre. Irgendwann, weißt du, Tabubrüche gehen ja immer weiter. Ja. Und das wird früher oder später auch passieren. Auch Kinder. Also lieber früher statt. Pornos für Kinder, meinst du? Naja, das vielleicht nicht. Von Kindern für Kinder. Ja, aber guck doch mal, es gibt ja immer Tabubrüche. So. Ja. Also das irgendwie muss es ja immer weitergehen. So. Ja, aber Kinderpornografie ist schon eine Hartgrenze. Ja, natürlich, sage ich auch. Aber zum einen hatten wir das nicht letzte Woche erst, dass die Philosophen schon ihre Lustknappen hatten damals und es war völlig normal. Und zum anderen, keine Ahnung, ich brauche das jetzt auch nicht, dass das passiert, aber ich kann mir das halt vorstellen, weil guck doch mal, wie Rockmusik vor 50 Jahren der Satan war und jetzt, weißt du, komplett geschiftet hat. Jetzt gibt's Christenrock. Ja. Ekelhaft. Und Nazis, die Rap machen, ja, was völlig diffus ist. Ja, ich brauch's auch nicht so und ich sehe auch nochmal einen Unterschied drin. Bei Homosexualität zum Beispiel, ja, war ja schon immer klar, es schadet keinem. Es war trotzdem irgendwie verpönt und verboten, aber es hat keinen Sinn. Witzig, weil der Film heißt S. Ja, true. Aber so Kinder-Sex zum Beispiel, Sex mit Kindern,
das ist ja nachweislich irgendwie nicht gut. Das ist ja, das schadet ja den Kindern auch. So von gibt es da Studien? Ja, so 100 Studien. Leute haben wir gefragt, wie war das eigentlich? Brauchst du gar nicht fragen. Das ist ja, schon wenn du die Leute, die als Kind vergewaltigt worden sind, was sie jetzt für Spätfolgen haben, dann siehst du ja schon, dass ein Kind kann nicht mehr seine Sexualität entscheiden, so als Kind. So, und das geht nicht. Deswegen glaube ich, das wird eine Grenze sein, die noch lange, lange sehr dick bleiben wird und sehr gut geschützt sein wird, hoffentlich. Und ja. Mit Recht. Wäre wünschenswert, aber ich glaube halt, also es ging ja auch nur um die Darstellung jetzt im Film, ja, nicht, dass das irgendwie hier, dass die alle nackt über die Straße laufen und sich wegbumsen, sondern nur, dass es halt im Film auf jeden Fall irgendwann passiert wird. So. Ja, es gibt's ja auch schon, dass dann so volljährige Darsteller verkörpern dann irgendwelche Jugendlichen, die dann auch Sexszenen haben. Das gibt's ja auch schon. Ja, die sind ja alle 30, das kennt man ja, diese ganzen Highschool-Filme mit 30-Jährigen, ganz komisch. Ja. Naja. Genau. Wie sind wir da jetzt eigentlich von Matsch-Zombies hingekommen? S habe ich gesehen. Ach ja, stimmt. Kann ich empfehlen, bei Netflix, glaube ich, müssten die gerade sein. Ja. Wobei die auch in der Kritik sind, ne? Netflix, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber es war wohl vor ein, zwei Wochen so, dass sie Dave Chappelle, wir haben nicht drüber berichtet. Genau. Dave Chappelle ist ja so ein Comedian, der, naja, sag mal, schwierige Aussagen macht zum Thema Trans-Leute und so weiter und auch homophobe Aussagen getätigt hat und trotzdem hat Netflix... In seinem neuen Special gab es transfeindliche, vermeintliche Aussagen und er hat sich auch ein bisschen drauf eingeschossen, weil er in den letzten Specials hatte auch immer und es wirkt so ein bisschen wie, er kann dieses Thema nicht ruhen lassen. Genau. Ich mache mich jetzt auch unbeliebt, indem ich sage, ich fand Dave Chappelle noch nie so wirklich witzig. Der macht ganz gut das Commentary und macht so ein bisschen, was Martin Sonneborn mit der EU macht, macht er mit Hollywood so ein kleines bisschen. Das finde ich alles sehr gut, aber meine Lieblingscomedians Richtung Bill Burr und Louis C.K. und George Carlin von mir aus, die finde ich wesentlich witziger. Der ist halt jetzt mehr wirklich, der macht da fast keine Witze mehr. Egal, auf jeden Fall ging es da wieder um Trans-Menschen und eigentlich habe ich da jetzt nur so drauf reagiert, weil dieser Shitstorm wieder so ein bisschen dumm ist, weil Kunst muss anstoßen und Grenzen ausloten und gut, ihr seid da irgendwie angegriffen von, fuck off. Und dann gab es aber so einen Protest, ich glaube vor Netflix, vor irgendeinem Netflix-Gebäude oder so, in einer US-amerikanischen Stadt. Und da ist einer hin und hatte ein Schild, auf dem einfach nur stand, I love Dave. So, also als Gegenprotest so. Und was ich da für Szenen gesehen habe, das ist einfach nur lächerlich. Die ruppen sein Schild komplett auseinander, dass er nur noch einen Stock hat und schreien dann, he's got a weapon. Ah, ja. So, und das ist halt ganz, ganz mies. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, es war eine Kazoo, ein Tamburin war es. Dann ist eine so richtig hysterisch ausgerastet. Der hat halt wirklich nichts Böses gemacht. Der hat natürlich ein bisschen rumgetrollt, offensichtlich. Sie zerruppen sein Schild, drücken ihn so weg, fuck off, fuck off. Also Free Speech war da nicht so ganz gegeben. Und dann ist einer halt mit so einem wütenden Tamburin und kloppt die ganze Zeit vor seinem Gesicht so rum. Und ich finde, ein Tamburin sollte nicht aus Hass eingesetzt werden. So. Das ist richtig dumm. Schellenregen des Todes. Ja. Ja, also da haben die sich nicht mit rumbekleckert, sage ich mal. Es war ja wohl auch so, dass eine Mitarbeiterin von Netflix, die auch trans ist, sich beschwerte über dieses Special und wohl deswegen auch dann gekündigt wurde. Ich kenne jetzt die genauen Hintergründe nicht. Aber ich habe nur die Schlagzeile gelesen, dass eine Trans-Mitarbeiterin entlassen wurde. Ja, habe ich auch mitgekriegt, aber das war auch irgendwie kontrovers. Er findet es selber raus, wenn es euch interessiert. Und Dave Chappelle fand ich schon witzig. Also als ich noch so, weiß ich nicht, 15 war, lief der ja bei Comedy Central in Deutschland, so synchronisiert mit seiner Show. Und die war schon echt witzig. Also es gab diese N-Word-Family, die ich großartig fand. Es war halt eine Familie, die hieß halt mit Nachnamen. Siehst du, das ist halt dumm. Ja, doch, das ist halt ja, schon dumm. Die hießen so. Ja, naja, und du darfst es jetzt nicht zitieren, weil du dann der böse Mensch bist, obwohl das ein schwarzer Mensch ist, der das bewusst so genannt hat, aus humoristischen Gründen, weißt du? Ja. Und jetzt darfst du es nicht, ich zwing dich nicht, das Wort zu sagen. Dankeschön. Aber weißt du, wie absurd das ist? Der hat das ja niemals gemacht, um irgendwie diese Menschen zu beleidigen mit einer dunklen Hautfarbe. Der ist ja selber jetzt, auch ein... Ja, eben. Ja. Und jetzt darfst du das nicht zitieren. Ja, es ist schwierig. Trotzdem noch, um das zu Ende zu bringen. Es war halt eine Familie, die weiß war, aber so hieß halt. Ne? Ja. Und da gab es wohl eine andere weiße Familie.
Und die Tochter war mit einem Sohn zusammen aus der N-Word-Familie. Und da hat sie halt gesagt, ja, mein neuer Boyfriend ist Und der Vater so, was? Ich will dich, dass du einen zu deinem Partner nimmst. So. Und dann so, nein, der heißt nur so, er ist doch kein Ach so, na dann. Da war noch so dieser Witz, dass halt der Milchmann schwarz war, also Dave Chappelle, und immer reinkam, hey, So, und hat immer so, hey, haha, hast gesagt, so. Das war unfassbar witzig, so. Ja, siehst du, ist witzig. Ich fand's echt lustig. Das Wort ist halt auch an sich, man muss es sagen, von der Klangart, vom Wortduktus an her, das ist einfach, babam, weißt du? Auch jetzt habe ich gerade Lachen im Gesicht, weil ich diesen Sketch so lustig fand, aber ich kann ihn nicht reproduzieren, ich traue mich gerade nicht. Ja, das ist halt, das ist schon ein bisschen absurd irgendwie. Wenn der Kontext komplett ausgeblendet wird bei dieser Diskussion, finde ich das dumm. Ich habe auch jetzt ein Interview gesehen von Abdel Karim, dem Satiriker oder Kabarettisten, der auch meinte zum Thema Blackfacing, dass er auch noch nicht ganz sich positionieren konnte, weil er denkt an Switch Reloaded, so zum Beispiel. Und er hat ja auch Bernhard Hohecker Bruce Dunnell imitiert und Blackfacing betrieben, sozusagen. Und was ja für viele nicht in Ordnung ist, wenn Weißer einen Schwarzen spielt. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein weißes Ensemble, halt einfach zufällig ist es einfach weiß. Und sie parodieren eben Stars. Und was machen die denn jetzt daraus? Lassen sie jetzt die schwarzen Leute weg und zeigen dann diese Sichtbarkeit nicht? Nur weil sie gerade keinen Schwarzen im Ensemble haben, oder wie gehen sie jetzt damit um, weißt du? Ne? Das ist ja auch wieder der Kontext, der ausgeblendet wird, weil der Butt of the Joke, ja, also es wird sich nicht darüber lustig gemacht, dass er schwarz ist. Ja. Es wird ja nicht mal sich schwarz angemalt, um das irgendwie überspitzt darzustellen. Es wird sich ja vielmehr über die Art, wie der halt redet, lustig gemacht. Genau. Und das ist völlig unabhängig von seiner Hautfarbe. Genau. Und deswegen bin ich bei dem Thema auch so ein bisschen hin und her gerissen und bin da noch nicht ganz eingeordnet. Ich sage das als N-Wort nicht und ich werde mich auch nicht blackfacen so, aber ich finde, die Debatte ist noch nicht irgendwie ausgereift. Man muss da darüber noch diskutieren und ich finde, beide Sichtweisen haben ihre guten Punkte. Ja. Du hast auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben und gleichzeitig... Ich glaube, es war 20 ungefähr. Okay, ja. Na dann müssen wir dein Greta Thunberg-Ding jetzt hier noch machen. Das kannst du mal kurz sagen. Sehr gerne. Ach, ich weiß, was es ist. Ja, es wurde ein Video veröffentlicht, auf dem Greta Thunberg und noch eine andere Person von Fridays for Future auf der Bühne stehen und Rick Astley performt mit Never Gonna Give You Up und es ist super lustig und es wurde erst gedacht, dass es ein Deepfake-Video wäre, aber es ist halt echte Thunberg. Ja, also und ich fand das auch super wholesome, die hat da einfach Time of Her Life, obwohl sie den Song nicht singt und also den Song Time of, ja, verstanden und unten drunter sind halt alle so fucking bitter und so zynisch, Alter, kann man das nicht einfach sein lassen? Also klar, das ist vielleicht befremdlich, warum ist jetzt hier die Klimaaktivistin zum Popstar geworden, aber für mich ist es genau das, dass sie eben zeigt, dass sie das nicht ist, weil sie halt nicht gut singen kann, nicht performen kann, aber sie hat einfach eine gute Zeit. Und es ist ja der Troll-Song, ja? Never Gonna Give You Up ist der fucking Troll-Song. Sie ist eine Teenagerin, sie hat Spaß, hat auch selber gesagt, so, ja, ich bin ja nicht nur Klimaaktivistin, ich bin ja auch noch Teenagerin, so, und ich will Spaß haben, auf die Bühne gehen und ich finde es so krass, weil ja ihre Mutter auch Opernsängerin ist zum Beispiel und sie selber ist ja auch autistisch veranlagt und finde es halt krass, dass sie trotz dieser Veranlagung auf die Bühne gehen kann und solche Sachen macht. Das ist ja auch irgendwie ein Fortschritt in ihrem Wesen, dass sie nicht mehr so schüchtern ist oder nicht mehr so introvertiert ist. Und ich fand das Video sehr witzig. Ja, ich habe da auch gute Vibes von bekommen und ich auch. Fand das dann echt einfach klar, man muss das ja nicht feiern, aber dass man da immer gleich so bitter ist in den Kommentaren und irgendwie nur Scheiße und wer gibt mir jetzt meine 2 Minuten zurück? Niemand zwingt dich, das anzugucken. Ja. Egal. Erst war Greta allen zu ernst immer so und zu bitter und jetzt ist sie halt so fröhlich. Ja. Gut, was geben wir der verstürmten Woche? Oh, voll viel. Also ich bin echt ganz... Voll viel. Ich bin echt eine 1, eine 5, eine 7, eine 8, eine 9, eine 10. Alles. Ich bin echt bei einer 9 tatsächlich. Bei einer 9 sogar. Ja. Uff. Ich finde es heftig. Ich finde, das ist so ein Set-Unfall, der sehr sad war. Und Alec Baldwin, so ein großer Hollywood-Star, jemanden umgebracht hat aus Versehen, ist schon eine Meldung. Dann Facebook, die Umbenennung ist gerade noch so im Gange, wenn es denn echt ist. Das ist ja noch irgendwie so ein Russland-Scheiß. Ja, genau, dass Moskau derzeit Millionen Menschen in Quarantäne schickt, in Zwangsquarantäne, 4 Monate lang. Nicht zur Arbeit gehen auch und so. Ne? Genau, und alle Ü60 dürfen nicht mehr auf die Straße. Und es sterben aktuell jeden Tag 1000 Menschen an Corona. Und die Dunkelziffer ist viel höher, weil die russischen Behörden ja nicht so ehrlich sind, was die Vergangenheit gezeigt hat, Quatsch. Tatsächlich. Und es heißt wohl auch, dass ein landesweiter Lockdown in Aussicht ist, weil ja Moskau oftmals so ein Vorbote ist, was da im ganzen Land passieren wird. Zeitgleich hat ja Melbourne den weltweit längsten Lockdown beendet mit 270 Tagen. Heftig. Und Putin oder
der Kreml sagte wohl auch, dass Geimpft und Genesen ausgeschlossen sein werden von diesen Maßnahmen. Von der Gesellschaft. Genau, das auch. Werden ausgeschlossen. Was ja zeigt, was viele behaupten, dass ja alle unter einer Decke stecken, so niemals würden Putin, Biden, Merkel und China irgendwie unter einer. Präsident China. Ich weiß ja nicht, wie er heißt. Xi Xi Jinping, Jinping. ja, genau. Die würden niemals zusammenarbeiten, um Menschen auszurotten. Das ist einfach zu weit weg. Also, wenn das echt eine Verschwörung gäbe, Das würden. macht ja das Klima auch alleine, die müssen da ja gar nichts für tun. Ja, genau. Ja. Würde Putin nicht mitmachen. Also, der nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. So. Ja, also ich würde irgendwie ungern die neuen zücken, tatsächlich. R85, aber weißt du, wenn es dir ganz wichtig ist, können wir auch auf die neuen gehen. Ich finde auch Weil für mich, 8,5 okay. dieses Drachenlord-Ding ist halt für YouTube Deutschland schon eine Riesensache und wir sind Brennpunkt Internet, aber Ja, ich will das irgendwie gar nicht so würdigen, weil das alles so eine bittere Story ist in alle Richtungen. klar, es ist bitter. Julian Reichel, der Bild-Chef, ja, der Chef der deutschen Zeitung, ist entlassen worden. Das ist schon heftig. Der Papst ist Kommunist geworden, ja, das ist eine Rotsocke. Ja, okay. Also ich finde 8,5 okay. Okay, Da fühle ich mich gut. auch wohl. Gut. Und mehr habe ich auch nicht mehr hier auf dem Schriebs. Gut, na dann ist die Musik ja unerträglich laut. Übelst. Gute Folge, gute ja. Besserung. Noch eine Empfehlung, hört euch das neue Album von Manny an. Das ist kommt jetzt raus. Richtig tolle, tolle Band. Ja, das noch als Tipp der Woche. Okay. Vielen Dank dafür. Und man hört sich, sieht sich richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.